Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich werde natürlich immer auf Tipps von euch hören. Und ein Tipp, den mir Crispy Bacon gegeben hat, ist: Das hier wird wahrscheinlich zu schwer sein. Hol erstmal die anderen Sachen, wobei ich ihm ja dann im Grunde sagen könnte: Setzt den unechten Stein rein. Ich vertraue da auf eure Meinung. Und ich weiß von mir selbst auch, dass ich nicht sonderlich gut hier im Kampf bin. Weder der Charakter im Spiel noch ich als Mensch an Maus und Tastatur. Deshalb würde ich sagen, ziehen wir einfach mal weiter und schauen. Hier drüben haben wir was. C, ich könnte die Schnellreise nutzen in dem Fall. Schnellreisen. Ah, ach so, ich muss gar nicht an einem Schnellreisepunkt sein, um das zu machen. Weil dann würde ich sagen, reise ich hier einmal hin und gehe zu C. Was gibt's da? Schimmel ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach, wie schön das ist. Ist das gut gemacht. Und auf Schnellreisen kann ich wohl auch überfallen werden. Das wird dann wohl unterbrochen. Und ja, davor habe ich Angst. Aber mal schauen, was kommt. Lief ja jetzt alles ganz gut. Ich will das nicht zu häufig nutzen, aber sowas jetzt, genau den Weg, den ich in der letzten Folge gegangen bin, jetzt einfach nochmal zu gehen, ist vielleicht ein bisschen sehr langweilig, auch für mich einfach. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Punkt C, denn da hinten kenne ich noch nichts. Und ich habe dann ein Transportmittel und ich habe auch hier ein bisschen Sorge, dass ich tatsächlich dafür sorgen kann, dass das Pferd stirbt, bei einem Überfall oder wenn ich blöd reite hier oder so. Aber mal schauen. Der Sound ist einfach so fantastisch von dieser Rüstung. Kombination mit der Natur und den Schritten. Jetzt weiß ich nicht, ob der Weg dahin führt. Ich probiere es einfach mal. Na, da hinten, glaube ich. Er ist immer leicht am Joggen. Ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen darauf geachtet, wie Spiele das handhaben mit der Geschwindigkeit des Gehens und des Rennens und was da so die Unterschiede sind. Und das Spiel, das mir den Anlass dazu gegeben hat, war The Cycle Frontier, wo ich den Eindruck habe, dass man immer langsam ist, auch wenn man sprintet. Das wirkt irgendwie so in Relation falsch zur Größe eines Weges oder so. Warte mal, da vorne liegt einer. Irgendwo einer im Gebüsch. Händlerhut. Gib mir mal, warte mal, wie wirke ich denn damit? Ich sehe auf jeden Fall nicht so bombig gerade aus.
Mal kurz zur Seite, aber nicht zu viel trage, aber ich will mal schauen, ob ich die Klamotten wechseln kann, weil meine doch ein bisschen zerrupft sind. Bürgerliche Schlappen, edle Schuhe, Questgegenstand, schützt mich zwar stärker, ist aber schon ziemlich kaputt, gibt aber ordentlich Kohle. Beinlinge. Modische schwarze Beinlinge. 1,100. 1,87 bringt auch ordentlich Geld, also so ist nicht. Das Hemd. Was würde das ablösen? Vielleicht gar nichts, oder? Ah, doch, das, okay. Gut, schützt mich wesentlich besser. Würde ich sagen, lasse ich das fallen. Den Nackenschutz trage ich gerade eh nicht. Woran liegt das? Ich würde sagen, wir machen es so. Das ist jetzt wieder kurz vor... Das nehme ich mal mit, um es zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, hier am Anfang sich einfach jede Rüstung ranzuwerfen, um dann zu schauen, ob das mich irgendwie besser schützt. Aber so mache ich es jetzt gerade mal. Aber das Schwert. Was haben wir denn? Axt. 46, 85, 887, ne? Mach ich so und hau die Axt raus. Du versuchst Ausrüstung zu verdienen, wird der Fertigkeit nicht ausreichen. Sie wird dadurch deutlich ineffektiver sein. Ah. Minimale Agilität 7. Steht meine Agilität 2. War nicht so gemeint, Axt. Gut, dann solange ich das nicht kann. Da steht einer. Mit einem Bogen. Was ist mit ihm? Ich hau ab. Ist das da der richtige Weg? Es ist echt unglaublich, was es hier alles zu entdecken gibt. Ich will da rein. Was ist das denn hier? Ah, Sonnenlicht.
weiß nicht, ob es clever ist, nur den Wegen zu folgen oder ob das keinen Unterschied macht, weil die Bereiche, die freigesetzt werden, sind schon recht groß. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal so querfeld ein. Was für eine glaubhafte Welt. Gibt's hier was? Setzen. Unglaublich. Uschitze. Gott sei mit dir. Ich suche den hiesigen Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Was kann ich für dich tun? Herrin Stefanie von Thalmberg schickt mich. Sie sagt, du hast ihr ein Pferd für sie. Ja, richtig. Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Dieses Mistviech lässt sich ohne weiteres einen Sattel auflegen und ist an der Leine lammfromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es völlig durch. Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Gaul auf ihn. Dann nimm ihn mit. Dietrich hat alles vorbereitet. Gott behüte dich. Dich auch, mein Freund. Ist Willibald er hier? Der sieht wie so ein Willibald aus. Guten Tag. Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Das heißt, ich habe 474 und er möchte 60 haben. Verstehe ich das richtig? Also, pass gut auf. Lebe wohl. Top Übungsstunde. Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Das geht leider nicht. Ich denke darüber nach.
Ich hörte, du kommst gut mit dem Pferd zurecht, das alle anderen abwirft. Ja, so ist es wohl. Und wie machst du das? Wie beruhigst du das Tier? Ich bin gut zu ihm. Ich will den Hengst auch gut behandeln. Aber ich weiß nicht wie, weil ich ihn nicht so gut kenne wie du. Hilfst du mir? Lügner, du willst ihn wegbringen. Lass ihn in Ruhe. Lebe wohl. Ich frage noch einmal, warum wirft das Pferd dich nicht ab? Ich bin gut zu ihm. Ja, dann muss ich das nehmen. Hör zu, Willibald. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Du musst mir sagen, wie man den Hengst beruhigt. Herrin Stephanie? Du kennst sie also? Sie ist ein guter Mensch. Hat schon mal mit mir geredet. Ich kenne sie auch und zu mir ist sie auch freundlich. Hilfst du mir mit dem Pferd? Du musst ihm sein Lieblingslied vorsingen. Und wie geht dieses Lied? Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich ihr zeigen? Wem fragst du, ja wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Das ist interessant. Ich weiß, das ist komisch, aber er mag es. Hab Dank, Willibald. Alles Gute. Ah, warte mal. Wo verläuft denn dieses, ist das Symbol hier das allgemeine Pferdesymbol? Hey. Hallo. Freut mich. Ich muss kurz ein Bild von dir machen. Das war's schon. Mein Pferd. Ich habe kein Pferd. Schließen. Aufsitzen. Na, Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? Ja, da überlagern sich zwei Sounddateien irgendwie, aber das Pferd ist ein bisschen dominanter, deshalb klingt das so komisch. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, wo es lang geht. Hier hin. Okay. Sehr schön. Auch hier der Sound absolut 1A. Das verbraucht keinerlei Ausdauer. Weder beim Pferd, das ist unten der grüne Balken, der kleine, noch bei mir. Perfekt, bin ich ja gleich da. Wie schnell das geht, wenn man nicht zu Fuß unterwegs ist. Neue Stufe erreicht reiten. Leute, was für ein tolles Spiel, Leute. Was für ein tolles Spiel.
Junge. Soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? Was ist das denn hier? Wieso reite ich denn dahin? Ah, das ist aber ein bisschen verwirrend hier. 1000 mal A. Muss ich halt so abkürzen. Ist hier nicht so, dass es hier nichts zu entdecken gäbe. Nur die Frage, wie gut das Pferd hier... Schauen, ob ich hier ein zweiter hier hoch. Aus dem Weg. Na, ob ich da durchkomme? Ich glaube ja nicht. Das waren bisher immer so ein bisschen Wände, diese Büsche hier. Nee. Da sind wir doch schon. War doch ganz einfach. Ich vermute hier auf diesen Innenhof. Sieht so aus. Aha, der Schimmel
Himmel für Herrin Stephanie. Danke, Heinrich. Wie? Ah, jetzt haben wir es. Sehr schön. Was haben wir hier? A, B? Entwende mindestens 5. Genau das hatten wir. Und was war B? Besorge den Schlüssel zur Rüstkammer. Ja, da kann mir der... Ich glaube, der Typ, der mir die Aufgabe gegeben hat, der kann mir wohl zeigen, wie das Ganze funktioniert mit dem Schlösserknacken. Schauen wir mal. Ah, Gesundheit, Energie, Sattheit und natürlich vergeht auch die Zeit. Oh, was für eine Strecke. Was auch heißt, dass die jetzt schlafen werden. Ja gut, ein bisschen was habe ich davon noch nicht gesehen. Ah, es wird dann wieder verdeckt. Ah, verstehe, sehr gut. So. Er ist noch wach. Ey. Wie geht's? Gut. Oh Gott. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Ja, der kann mir das beibringen, aber... Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. So. Was hatten wir denn hier? Hirschleder, das wiegt 8 Kilo zusammen. Und ich weiß nicht... Ach, ich hatte einen anderen Nackenschutz um. Ach nee, ach da ist die Anzeige. Ah, okay. Schau mal hier, mein Freund. Ja, mit den Ledersachen, die wiegen halt unglaublich viel. Ich hau die jetzt erstmal raus. Sehr schön. Bis später. Versuche die Truhe zu öffnen. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und erfasse damit die Zuhaltung des Schlosses. Klinge, hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's. Du musst von vorne anfangen. Aus dir wird wohl doch noch was einbrechen. Aber merk dir eins. Diese Truhe ist nur zum Üben. Mit richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal. Und dann viel Glück bei der Feuertaufe.
hätte wenigstens gern noch eine weitere Stufe. Aber was bringt mir das jetzt? Mehr Anzeigen? Ah, hier. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance von 20%, dass zu Bruch gegangene Dietriche wieder in deinem Inventar landen. It's magic. Deine Dietriche sind stabiler und halten deswegen doppelt so lange. Ja, ist das? Sehr cool. Wie umfangreich. Das wirkt im ersten Moment gar nicht so. Aber, oh Gott. Ja, hier gibt es eine ganze Menge. Hundeflüsterer ist mir persönlich sehr wichtig. Heimlichkeit. Und bei Werten gibt es ebenfalls mehr. Hauptstufe 1, Erste Hilfe. Minimale Stufe 2. Das sehe ich doch richtig, oder? Oder heißt das hier, dass ich einen Punkt zu vergeben habe? Gepack. Leichenabwurfschild zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Stärke 1. Ich probiere es jetzt mal hier mit dem hier oben. Mit dem hier. Hä? Ach, da steht 3. Das ist tatsächlich der eine Punkt, den ich zu vergeben habe. Ja, das ist doch sehr gut. Okay, das heißt, ich muss hierauf klicken, um zu sehen, welche Stufe ich habe. Und wenn hier eine 1 steht, habe ich einen Punkt zu vergeben darunter. Alles klar. Und irgendwo hier habe ich jetzt auch scheinbar noch einen Punkt. Bei Stärke. Hier ist immer noch ein Stern, aber da nicht, okay. Sehr schön. So langsam fügt sich das Bild. Bin ich denn hier eigentlich? Wieso hat er mich in die lauteste Ecke des Dorfes geschickt? Sehr gut, haben wir wieder ein bisschen was geschafft, ein bisschen was gelernt. Das Skillsystem ist mir jetzt ein bisschen klarer, dass man da halt wirklich auch Punkte verteilen muss und das nicht einfach von alleine passiert, sondern noch 15 Millionen Unterpunkte gibt, was natürlich sehr vielversprechend ist und man schauen muss, wie man das richtig, oh, ist das atmosphärisch, wie man das richtig verteilen muss. Und ich würde sagen, die Folge endet hier und wir machen beim nächsten Mal weiter, liebe Leute. Ich bin ziemlich hungrig. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Bis dahin, ciao.